meine absolut peinlichsten Erlebnisse. Und glaubt mir, das letzte war ultimativ peinlich. Zweitens. Ich war mal mit meiner Familie im Museum und weil ich von irgend so einem Bodenmosaik so übel geflasht war, habe ich die ganze Zeit auf den Boden geschaut und nicht geradeaus, wie es anscheinend normale Menschen tun. Mein 10-jähriges Ich dachte selbstbewusst, dass die Beine neben mir von meinem Vater sind, also greife ich stolz in die Hosentasche der mysteriösen Hose neben mir und mein altes ADHS, ich zieh der Person flinken Portemonnaie aus der Tasche. Erst da komme ich auf die Idee, mal hochzuschauen und schaue so einem alten Mann ins Gesicht. Den Rest kann man sich denken. Hilfe, Andy! Erstens, als ich letztes Jahr im Schulschwimmen war und einen Kopfsprung vormachen musste und ich musste immer Sachen vormachen, weil ich einer der Besten war, habe ich den Kopfsprung des Jahrhunderts davor gelegt. Meine Badehose hatte aber eine ganz andere Meinung. Also steht da die ganze Klasse, schaut meiner Meisterleistung zu und neben meinem Körper, der geschwind durchs Wasser gleitet, noch was ganz anderes geschwind durch das Wasser. Der Jump Run im Hintergrund ist übrigens von Landalia.net. Also schaut mal auf locker vorbei.